Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Beitrag eines unserer ehrenamtlichen Referenten bei der Ham Radio World 2021. Wir dürfen begrüßen Jens Fischer, DF5HC. Hallo Jens. Hallo Wolfhard, hallo liebes Publikum. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich komme aus dem hohen Norden eigentlich, Schleswig-Holstein. Habe dort schon 1980 Meteor-Scatter gemacht. In alten Zeiten und bin aber schon seit 20 Jahren ungefähr in Hessen, jetzt im OVF 39 Oberramstadt tätig, dort auch eine UKW-Station aufgebaut und dort können wir auch schön Meteor-Scatter machen. Ja, und das ist genau das Thema deines Vortrages. Liebe Zuschauer, viel Spaß bei dem mit Sicherheit sehr interessanten Beitrag von DF5HC Jens Fischer, Meteor-Scatter auf UKW. Bild und Ton zu dir, Jens. Danke sehr, Wolfhard. Dann fangen wir doch an. Meteor-Scatter auf UKW. Was ist das? Ich freue mich, dem Publikum ein bisschen so meine Erfahrung mitzuteilen, da ich das schon sehr viele Jahre mache. Noch aus Zeiten, wo man Meteor-Scatter noch mit einem Kassettenrekorder gemacht hat und in Telegrafie mit Hochgeschwindigkeitsspeichern. Inzwischen ist das viel einfacher geworden und kann das fast jedermann machen, der irgendwie eine kleine UKW-Station hat. Inhalt meines Vortrags ist zunächst erstmal so ein bisschen Überblick über Meteor-Schauer. Was ist das eigentlich und wann kann man das machen und so weiter. Zweitens, wie ist das mit der Ausbreitung auf UKW? Wie verhält sich das eigentlich? Ist ganz gut, wenn man so ein bisschen Hintergrund hat, wenn man den Meteor-Scatter betreiben möchte. Gilt übrigens auch ebenfalls für Sporadik E. Und als dritten Punkt, die nötige technische Ausrüstung, die man so braucht. Also welches Equipment sollte man haben? Die Betriebstechnik, einmal kurz gezeigt. Und zum Schluss noch so ein paar Praxisbeispiele. Und ein paar Tipps, wie man denn anfängt, wenn man noch nie Meteor-Scatter gemacht hat. Kommen wir mal zu den Meteor-Schauern. Was ist das eigentlich? Das sind glühende Teilchen, die aus dem Weltraum kommen. Und da haben Kometen mal Staubreste hinterlassen auf ihren Bahnen. Und diese Staubreste treten jetzt in die Erde ein. Regelmäßig zum Beispiel jedes Jahr am gleichen Tag und dann können so kleine Teilchen, Staubteilchen von der Größe von 1 mm, manchmal auch bis 5 cm Größe in die Erdatmosphäre eintreten und sie sind so schnell mit 30 bis 70 Kilometer pro Sekunde, man muss sich das vorstellen, in Stundenkilometer sind das 100.000 bis 250.000 Stundenkilometer, also weit schneller als ein Flugzeug. Und weil sie so schnell sind, verglühen sie sofort in der Atmosphäre in einer Höhe von rund 100 Kilometer Höhe. Und die meisten davon kommen gar nicht auf der Erde an. So entstehen also die typischen Leuchtbahnen, die häufig halt nur für Bruchteile von Sekunden andauern, weil sie dann schon völlig verglüht sind und sich in Luft aufgelöst haben. Alle Teilchenbahnen laufen übrigens parallel. Im Hintergrund sieht man so ein schönes Bild, so eine Langzeitaufnahme von Meteoriten oder von Meteoren. Die sehen aus, als würden sie also aus einem Punkt kommen vom Himmel. In Wirklichkeit laufen sie aber parallel und das ist nur die Fluchtpunktperspektive, die man da hat, indem man eben auf der Erde steht. Ja. Dann einmal kurz zu ein paar Begriffen. Da werden Begriffe manchmal falsch verwendet. Einfach mal zur Klarstellung. Sie werden auch in der Literatur häufig verwechselt und deswegen würde ich sie einfach gerne mal klarstellen. Ein Meteor ist eigentlich eine Bezeichnung für eine typische Sternschnuppe, eine Leuchterscheinung am Himmel. Also ein Verglühen von Gesteinsbrocken, die in die Erdatmosphäre eintreten. Ein Meteorit mit D am Ende, das sind kleine Objekte, die sich auf der Umlaufbahn um die Sonne befinden.
Und wenn und noch gar nicht irgendwie mit der Erde kollidieren, sondern erst wenn ein solcher Meteorit in die Erdatmosphäre eintritt, wird er sozusagen zum Meteor und verglüht und erzeugt dann diese Leuchterscheinung. Und jetzt gibt es auch noch einen Meteoriten mit T am Ende. Das sind Gesteinsbrocken, die durch die Atmosphäre durchfliegen und bis in den Erdboden einschlagen, also größere Teile. Und man kann die auf dem Boden zum Teil finden. Und ja, es gibt Forscher, die solche Teile sammeln, die aus dem Weltraum kommen. Und kann man sich irgendwo auf YouTube angucken. Also es gibt es tatsächlich. Nun kommen wir dazu, wann solche Meteoritenschauer eigentlich auftreten. Das Schöne daran ist, man kann den Kalender danach stellen. Es gibt ganz bestimmte Termine im Jahr, zu denen solche Schauer ihre Häufigkeit, ihr Maximum haben. Kann man sich auch vielleicht merken. Die Quadrantiden sind das im Wesentlichen die drei stärksten Schauer, hier mal rot markiert, am 3. Januar, die Perseiden am 12. August und die Geminiden am 13. Dezember. Mit rund 100 bis 120 Leuchterscheinungen, wir zählen immer Leuchterscheinungen, in der Stunde. Also man kann also pro Minute zwei Stück im Maximum sehen. Es ist immer das Maximum angegeben, wenn man zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das Maximum ist nicht immer über Tage. Manchmal sind diese Schauer, der Quadrantidenschauer ist zum Beispiel nur wenige Stunden breit. Und die Perseiden sind so ungefähr 4 Tage haben sie ihr Maximum und die Geminiden auch mehrere Tage, 3 bis 4 Tage ungefähr. So, sie haben immer eine bestimmte Position am Sternenhimmel, also sie sind immer innerhalb eines bestimmten Sternzeichens, deswegen heißen sie auch meistens so. Also die Leoniden zum Beispiel sind im Sternbild der Leoniden, haben sie ihren Radianten und der ist hier auch angegeben. Was noch interessant ist, ist die Geschwindigkeit dieser Meteoriten, die eintreffen. Die sind auch unterschiedlich schnell. Also insofern sind die Reflexionen auch zum Teil länger, oder sind die Reflexionen auch zum Teil unterschiedlich. Nämlich, wenn die Geschwindigkeit hoch ist, gibt es ein schnelles Verglühen und sehr intensives Verglühen. Und wenn die Geschwindigkeit niedrig ist, dann gibt es eher längere Leuchterscheinungen am Himmel und längere Reflexionen. So, als nächstes kommen wir mal dazu, wie die Jahreszeitabhängigkeit ist von sporadischen Meteoren. Neben diesen Schauern, diese eben genannten Meteoritenschauer, gibt es auch sporadische Meteore, die also jederzeit eigentlich auftreten. Und die entstehen durch Kollisionen von Gesteinsbrocken aus dem Asteroidengürtel, Entschuldigung, zwischen Mars und Jupiter. Und da sind einfach mal Teile kollidiert oder solche Brocken, größere Brocken kollidiert und haben Staub und kleinere Teile hinterlassen, die dann auch in Richtung Erdbahn fliegen und die Erdbahn sozusagen kreuzen. Und man kann sich merken, dass die verstärkt in den Sommermonaten auftreten. Also es gibt so eine saure Gurkenzeit einfach zwischen Januar und April. Da ist fast nichts los. Aber jetzt so in den Sommermonaten zwischen Mai und September, da gibt es doch jeden Morgen eigentlich üblich oder jeden Tag eigentlich sporadische Meteoriten. Und wenn man mal hier so diese Linie bei 100 Reflexionen pro Stunde ansieht, hier links sind sie pro Tag aufgezeichnet, pro Stunde umgerechnet ist das hier etwa diese blaue Linie, dann sind sie in den Sommermonaten fast so stark oder ähnlich stark wie eigentlich die ganzen Meteoritenschauer mit ihren Maxima.
Also es lohnt sich, man muss da gar nicht irgendwie auf einen Schauer warten. Es lohnt sich in den Sommermonaten einfach so samstags oder sonntags einfach mal einzuschalten und Meteorscatter zu machen. Es gibt dazu noch eine tageszeitabhängige Abhängigkeit dieser sporadischen Meteore. Das liegt daran, dass die Erde sich rotiert oder Erde sich dreht. Und dadurch, dass sie in den Morgenstunden dreht die Erde sich oder hat man einen Punkt auf der Erde, wo sie sich gerade entgegen der Rotation um die Sonne bewegt. Und damit ist die Geschwindigkeit, die Relativgeschwindigkeit der Meteore, die dann in die Erdatmosphäre eintreten, auf dieser Seite der Erde, wo gerade Morgen ist, höher. Auf der anderen Seite ist sie halt niedriger, weil die Erdrotation da sozusagen von der Geschwindigkeit abgezogen werden muss, um die sich die Erde um die Sonne dreht. Und damit treten morgens die stärksten Reflexionen auf und abends ist das eher deutlich schwieriger. Also als Faustregel kann man sagen, zwischen 6 und 9 Uhr, manchmal also auch so bis 11 Uhr Local Time, sind wirklich starke Reflexionen und das kann man gut ausnutzen. Also sonntags morgens lohnt sich das auf jeden Fall immer, da ist dann auch Aktivität auf UKW dort da. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Thema, die Ausbreitung auf UKW. Wie passiert das? Wie breiten sich die Wellen eigentlich aus? Nun, die Teilchen verglühen in der E-Schicht. Alle UKW-Interessierten kennen eigentlich die E-Schicht von Sporadik E. Also das passiert in der gleichen Höhe. Da passieren eigentlich die ganzen UKW-Ausbreitungsphänomene. Auch Aurora passiert in der Höhe ungefähr. Und wenn eine Station jetzt die Antennen zum Horizont ausgerichtet hat, also mit 0 Grad Elevation, und die zweite Station auch, dann ist eine maximale Entfernung von etwa 2000 Kilometer erreichbar. Weil für eine größere Entfernung müssten die Antennen also negative Elevation haben. Da ist normalerweise dann die Erde davor. Es geht natürlich auf erhobenen Standpunkten, kann man vielleicht nochmal irgendwie minus 1 Grad, irgendwo auf dem Berg kann man vielleicht nochmal minus 1 Grad Elevation erreichen, aber da hört es dann auch auf. Für die ganz weiten Verbindungen ist das tatsächlich notwendig. Aber die 2000 Kilometer kann man sich merken, da ist eigentlich Ende. Und das ist auch die Entfernung, die bei Sporadik E oder bei Aurora möglich ist, maximal. Das liegt einfach an der Höhe der E-Schicht. Was man aber dazu sagen sollte, ist, dass die Entfernung so um die 1300 bis 1500 Kilometer, da klappt es am ehesten. Also über 1700 Kilometer werden die Reflexionen meistens schon etwas leiser und seltener. Da wird es auch schon einfach schwieriger, die Gegenstation zu erreichen, wenn man nicht gerade super Stationen hat und ein bisschen Erfahrung. Nun, zur Elevation sieht es so aus. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Entfernung also deutlich geringer ist als diese 2000 Kilometer, sagen wir mal 1000 Kilometer, und man möchte eine Reflexion an der E-Schicht haben, dann geht das nur zwischen den beiden Stationen, wenn sie ihre Antennen auch etwas in den Himmel richten. Wenn man sich das mal ausrechnet, so unter 1000 Kilometer wird es langsam schwierig, aber 1000 Kilometer hat ungefähr eine Elevation von 10 Grad auf beiden Seiten, die da notwendig ist. Und die meisten UKW-Antennen haben einfach so breite Öffnungswinkel, dass das gar nicht auffällt, dass man also keine Antennen in den Himmel drehen möchte. Aber wenn man denn tatsächlich Reflexionen, also mal Exoten-QSOs machen will mit sehr kurzen Entfernungen, dann kann man auch mit Elevationen arbeiten. Das funktioniert auch. Ist nicht so üblich, aber zum Beispiel das Graves-Radar,
oder sowas in kurzer Entfernung. Oder wenn man das empfangen möchte hier in Deutschland, sind das vielleicht, hat man vielleicht hier aus Hessen irgendwie nur 500 Kilometer Entfernung, dann muss man eigentlich die Antennen ein bisschen anheben. Oder es gibt auch professionelle Radarstationen für Meteoriten, die senden üblicherweise auch nach oben, ja, also senkrecht hoch und empfangen ihre eigenen Echos dann. Also einfach mal merken, 1000 Kilometer, ungefähr 10 Grad Elevation. Bei 2000 Kilometer ist die Elevation so gering, hier irgendwie unter 2 Grad. Und 2200 Kilometer ist dann wirklich so das Ende ungefähr. Mein nächstes Thema, Kegelstreuung. Also es ist nicht so, dass die Ausbreitung von Station A zu Station B immer geradlinig verläuft, sondern es funktioniert so, oder es ist eine Reflexion möglich, wenn beide Stationen auf einer Kegeloberfläche sich befinden, die und der Kegel hat genau die Achse des Radianten des Meteoriten. Ja, also der Kegel bildet sich um die Achse des Radianten des Meteoriten, also sozusagen die Flugbahn des Meteoriten herum. Und so ist es auch möglich, dass man zum Beispiel Sidescatter über Meteorscatter macht. Ja, dann ist die maximale oder ist die Entfernung nicht so weit, wenn man sie direkt sieht, sondern über den Scatterpunkt würden beide Stationen funken und können dann sozusagen ja, um die Ecke funken, kann man sich vorstellen. Ja. Aber üblicherweise wird es doch geradeaus gemacht oder fast geradeaus. Und was sich hier ergibt, also dieser DJ5HG hat mal einen Artikel darüber geschrieben, der ist im Anhang verlinkt, dass es da eine Missweisung der Antenne gibt. Also bei großen Entfernungen ist die ungefähr um 10 Grad. Und man muss diese 10 Grad, man muss seinen Azimut der Antenne um diese 10 Grad neben den direkten Pfad legen. Das müssen beide Stationen machen. Und zwar weg vom Radianten. Sprich, wenn die Station in der Radianten im Norden ist und ich funke Richtung Osten, dann stelle ich meine Antenne nicht auf 90 Grad, sondern ich stelle sie auf 100 Grad. Und die Gegenstation genauso. Dann sollte eigentlich ein optimaler Scatterpunkt erreicht sein. In den alten WSJT-Versionen, das ist die Software, mit der man Meteorscatter heute macht, gab es noch einen Hot A oder einen Hot B-Punkt und der hat genau diesen optimalen Scatterpunkt angegeben. In den heutigen WSJTX-Versionen ist das nicht mehr angegeben. Jetzt die beste Richtung. Wo funkt man denn hin? Am besten. Also es gibt eine Formel dafür, wie die Effektivität der Verbindung ist, wann sie denn am optimalsten ist. Ich möchte da gar nicht so groß drauf eingehen, aber es gibt da zwei Terme in dieser Formel. Der eine für die Elevation und der zweite für das Azimut. Und die Formel hat sozusagen ihr Maximum, wenn beide Terme ihr Maximum haben. Und der erste Term hat sein Maximum bei Elevation 45 Grad. Also Elevation des Radianten ist damit gemeint, nicht die Elevation der Antenne. Also der Radiant muss 45 Grad über dem Horizont stehen. Und der zweite Term gibt sein Maximum, wenn denn das Azimut der Gegenstation minus das Azimut der Zugegenstation minus das Azimut des Radianten 90 Grad ergibt. Also sprich, der Radiant ist im Norden und ich funke dann 90 Grad dazu Richtung Westen oder Osten. Also der Radiant muss immer quer zur Ausbreitungsrichtung stehen. Und er sollte idealerweise oder für die beste Reflexion 45 Grad über dem Horizont stehen. Das geht auch mit weniger und mehr, aber da hat man das Optimum.
Und man sieht das auch sehr schön an einer Karte hier, die ich mal vor 4 Jahren aufgenommen habe. Das war in den Geminiden. Wir hatten den Radianten gerade auf 70 Grad Azimut stehen. Das soll hier mal mit dem roten Pfeil dargestellt sein. Und die Ausbreitungsrichtung mit dem anderen dicken roten Pfeil sozusagen 70 Grad plus minus 90 Grad senkrecht dazu. Und man sieht auch sehr schön, dass also die meisten Verbindungen tatsächlich von Nordwest nach Südost laufen, über ganz Europa. Es gibt auch ein paar Exoten, die also auch irgendwie hier querfunken. Es funktioniert tatsächlich, aber es ist nicht so effektiv, muss man sagen. Also die brauchen einfach länger für ihre QSOs und es ist nicht so, haben nicht so viele Reflexionen und haben kürzere Reflexionen. Deswegen muss man wissen, wo der Radianten steht. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Jetzt, auf welchem Amateurfunkbänder macht man das? Nun, es ist so, dass die Reflexionsdauer dieser Meteoriten quadratisch mit der Frequenz abnimmt. Quadratisch. Sprich, wenn eine Reflexion auf 6 Meter eine Sekunde lang ist, dann wird sie auf 2 Meter nur 0,1 Sekunde lang sein und auf 70 Zentimeter nur eine Hundertstel Sekunde lang sein. Und da wird es langsam auch schwer. Also sprich, auf 6 Meter sind die Reflexionen lang und intensiv. Es ist ganz einfach, Meteor-Scatter zu machen. Auf 2 Meter, das ist eigentlich das typische Band für Meteor-Scatter-Verbindungen. Da ist es dann auch schon ein bisschen herausfordern. Man kann dann auch schon mal 45 Minuten oder eine Stunde für ein QSO brauchen, in einzelnen Fällen. Und auf 70 Zentimeter funktioniert Meteor Scatter fast nicht mehr. Es gibt ein paar Exoten, die das immer mal wieder probieren und auch schon mal ein QSO zustande kriegen. Aber es ist extrem schwierig und die Reflexionen sind halt sehr kurz. Insofern ist es eigentlich nur auf 2 Meter und auf 6 Meter sinnvoll nutzbar. Und darunter ist es so, dass eigentlich andere Ausbreitungsphänomene eher die Meteor-Scatter-Reflexionen, die auch da sind, aber überwiegen. Und man merkt also eigentlich von der Meteor-Scatter-Reflexion nichts. Dann gibt es irgendwelche F2-Ausbreitungen oder sowas. Auf 10 Meter kann man das hin und wieder noch mal feststellen, aber da sind sie dann natürlich sehr lang, die Reflexionen. Können auch Flugzeugreflexionen oder ähnliches dann mal sein. So viel jetzt zu dem Thema. Nächstes Thema ist die technische Ausrüstung. Was brauchen wir eigentlich dafür, um Betrieb zu machen? Ich rede jetzt im Folgenden eigentlich nur noch von 2 Meter Meteor-Scatter. Da macht es Sinn, so ab 100 Watt Sendeleistung. Man sollte eine horizontale Yagi haben mit ungefähr 10 dB über dem Dipol Antennengewinn. Also das ist etwa eine 7-Element-Yagi. Ich selber habe eine 8-Element-Yagi und mache da hervorragend Meteor-Scatter mit. Und allerdings mit etwas mehr könnte man manchmal schon haben. Und Antennenvorverstärker wird einfach empfohlen, weil die Signale zum Teil auch schwach sind und ja, die Transceiver zum Teil ein bisschen taub sind. Also seine Rauschzahl noch ein bisschen zu verbessern mit einem Antennenvorverstärker ist sehr von Vorteil hier. Ganz wichtig ist, zu stark bündelnde Antennen machen irgendwie gar keinen Sinn. Man muss auch zum Teil breite Antennen haben. Zum Beispiel EME-Antennen sind eher von Nachteil, da das Reflexionsgebiet einfach zu klein wird. Man muss sich vorstellen, man sich das an so ein Bild vorstellt hier. Wenn ich eine EME-Antenne habe, dann leuchte ich halt hier nur einen kleinen Fleck am Himmel aus und da treten halt, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß, dass da überhaupt Reflexionen auftreten. Und wenn ich mit einer breiteren Antenne den Horizont abdecke, dann
ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher oder wird die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass da irgendwo eine Reflexion stattfindet und man sich die also einfängt und mitkriegt. Insofern muss gar nicht vertikal großen Öffnungswinkel haben, aber horizontal großen Öffnungswinkel macht durchaus Sinn. Also optimal, habe ich festgestellt, sind ungefähr, wenn man 2 6 Meter lange Yagis vertikal stockt und dann ein bisschen Leistung hat, das ist so die wirklich perfekte Meteor-Scatter-Antenne. Zweimal 10-Element-Yagis sind das heute übereinander ungefähr, ja. Dann, neben der Hardware braucht man natürlich auch Software. Da hat sich etabliert die Software von dem K1JT, nennt sich WSJTX inzwischen. Und als Übertragungsmode wird hier MSK 144 genutzt. Also die Software kann auch FT8 übrigens, ist da wahrscheinlich vielen bekannt deswegen. Aber wir benutzen für Meteor-Scatter einen speziellen Codec, den man für Tropo nicht nutzen würde. Dieser Codec ist so aufgebaut, dass es eine FSK-Modulation ist und sehr viele Zeichen pro Sekunde übertragen werden, weil die Reflexionen häufig kurz sind. Also solche Pings sind manchmal eben nur Bruchteile von Sekunden und da soll halt trotzdem schon nochmal ein Rufzeichen übertragen werden. Wenn man so einen dicken Burst hat von 2 Sekunden, ist das kein Thema. Aber eine Übertragung in FT8 erfordert zum Beispiel üblicherweise 15 Sekunden Übertragung. Deswegen eignet sich die einfach überhaupt nicht für Meteor-Scatter. Da wird auf der anderen Seite nichts ankommen, nichts dekodiert werden. Die Software berechnet Azimut und Elevation. Hier unten ist sie dargestellt, wenn man die Gegenstation einträgt und den Locator. Sie macht die TX- und RX-Umschaltung zeitgesteuert, automatisch. Also das ist alles sehr komfortabel inzwischen durch die Software geworden. Früher musste man das alles irgendwie noch per Hand machen und da war es halt schon für den Operator wesentlich anspruchsvoller, will ich mal sagen. Was wichtig ist, die PC-Uhr muss unbedingt synchronisiert sein. Ich kann da hier ein kleines Tool von dem IZ2 BKT sehr empfehlen. Das ist eine Echse, die stellt sich im Hintergrund, man merkt gar nichts davon, aber jedes Mal, wenn man den PC hochfährt, synchronisiert sie die Zeit und die PC-Uhr ist immer auf die Sekunde genau. Das sind nämlich PC-Uhren normalerweise nicht, wenn man die einfach so laufen lässt. Und die Frequenz muss auf 100 Hz genau sein und stabil. Das ist noch wesentlich wichtiger als bei FT8. Weil man hier ein Fenster von 200 Hz hat, von plus minus 200 Hz, in dem dekodiert werden kann. Und wenn die Frequenz also mehr als diese 200 Hz abweicht voneinander, also Sender und Empfänger, können die beiden sich nicht mehr dekodieren. Das funktioniert dann nicht mehr. Und man kann, diese Frequenztoleranz ist das. Man kann sie auch kleiner stellen, wenn man die Frequenz dann genau weiß, mit seiner Gegenstation. Wenn man genau weiß, der ist irgendwie nur 50 Hertz daneben oder weniger als 50 Hertz, dann kann man das reduzieren und dann wird die Empfindlichkeit von der Dekodierung nochmal besser. Es gibt auch alternative Programme dazu zu einem WSJTX. Das ist das MSHV von LZ2HV. Man muss aber sagen, es enthält denselben Codec, also es ist einfach nur eine neue Bedieneroberfläche dazu gekommen. Die Codecs sind trotzdem von dem K1JT und deswegen benutze ich auch die Originalsoftware. Was noch zur Codierung zu sagen ist, es wurde 2019, glaube ich, war es, wurde das WSJTX eingeführt. Früher hieß es WSJT 2, 3, 4, 5 und bis 10 ging es. In den alten Versionen mit den Nummern wurde noch FSK 441 gemacht, also eine andere Modulationsart oder Codierungsart.
Ist zwar auch eine FSK, aber die beiden sind inkompatibel zueinander. Und das neue WSJTX, damit man da nicht durcheinander kommt, da ist diese FSK 441 auch rausgenommen, damit wir nicht mit Gegenstationen versuchen, QSOs aufzubauen, die andere Modulationsart verwenden. Ja, das wäre sehr irreführend. Ja, aber das MSHV hat das zum Beispiel noch drin, soweit ich weiß. Und es gibt auch noch ein paar Exoten, die also alte WSJT-Versionen benutzen, weil sie meinen, das FSK 441 würde etwas besser dekodieren. Ich konnte das nicht nachvollziehen, aber ja, ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Ich denke, es ist schwer zu vergleichen. Es ist jedenfalls kein großer Unterschied. So, eine andere Software ist meines Erachtens auch sehr empfehlenswert, fast ein Muss. Denn wenn man Meteor Scatter machen will, muss man wissen, wo der Radiant steht und ob der Schauer, also jedenfalls zumindest, wenn man in einem Meteor Schauer Verbindung machen möchte, muss man die Ausbreitungsrichtung wissen, in die man gerade funken sollte. Und man muss wissen, wo der Radiant steht. Und man muss auch wissen, dass der Schauer auch inzwischen aufgegangen ist. Also er geht auf wie Mond und Sonne. Genauso. Es gibt zwar auch einige Meteoritenschauer, die nicht untergehen, die also irgendwie am Himmel kreisen sozusagen. Aber die meisten gehen auf und gehen unter. Und es macht gar keinen Sinn, wenn der untergegangen ist, CQ zu rufen. Dafür gibt es dieses Virgo-Applet. Viele Jahre war das als Website im Internet verfügbar. Allerdings ging das nur mit dem Internet Explorer und mit Java und man musste Anpassungen im Java Policy File noch machen, damit das funktionierte. Das war sehr mühsam und bei einer neuen Java-Version war das alles wieder weg. Es haben sich ein paar Kollegen, Freunde von mir, mal bemüht, das einfach mal als Client-Version zur Verfügung zu stellen und hier ist der Link angegeben, unter dem man das runterladen kann. Und funktioniert hervorragend. Man gibt den Locator ein, sieht dann sozusagen den Sternenhimmel hier. Dazu ist noch zu sagen, Ost und West ist, muss man hier einmal anticken, um sozusagen die normale Ansicht zu haben. Die Astronomen, die vertauschen Ost und West immer, weil sie ja gegen Himmel gucken. Und dass da sozusagen genau umgedreht ist. Aber man sieht hier sehr schön, die Geminidenbahn hier ist dargestellt. Er geht also tatsächlich unter, also für eine kurze Zeit, der Schauer, und steht hier zu diesem Zeitpunkt gerade im Osten, 45 Grad hoch, also ideal. Und das bedeutet, wenn der Radiant im Osten steht, kann ich in Richtung Norden und Richtung Süden funken. Das zeigt mir diese Kompassnadel dann an. Man kann hier also noch auswählen, ob man wissen will, wo die Antenne hinzustellen ist oder wo der Radiant steht, also wie die Meteoriten, die Leuchtspuren reinkommen. Aber für uns interessant ist natürlich die Antenne, deswegen hier angeklickt. Und hier unten sieht man noch, zu diesem Zeitpunkt sind diverse Schauer gerade aktiv. Am 13. Dezember, glaube ich, war das, oder 12., nee, 11. Dezember sind tatsächlich hier also fünf Schauer irgendwie aktiv. Und die haben aber verschiedene Intensitäten. Also die Geminiden sind die stärksten davon. Und man sieht auch hier, wann die ihr Maximum haben und wo man sich gerade im Maximum befindet. Wir mal kurz zur Betriebstechnik. Ich muss dazu sagen, die Betriebstechnik ist total einfach geworden durch das WSJTX. Der Operator kann das fast, muss fast nichts dazu wissen. Ich erzähle es jetzt trotzdem aber nochmal. Also das QSO läuft eigentlich fast automatisch ab. Wer schon mal FT8 gemacht hat, kennt das schon. Es gibt ein Rapportsystem mit dB über Noise. Das war bis 2019 auch noch anders. Und das würde ich halt nochmal gern kurz erklären.
bei FSK 448 oder bei Telegrafie war das Rapportsystem so, dass es aus zwei Ziffern bestand, nämlich die erste Ziffer zwischen 2 und 5 hat die Dauer der Bursts angezeigt, die zweite Ziffer die Signalstärke, 6 bis 9. Und so kamen also Rapports von 2,6, 2,7, 3,7 zustande, bedeutete also bei 3,7 waren sehr lange Reflexionen zwischen 5 und 10, 20 Sekunden und eine Signalstärke von S4 bis S5. Und sobald man also den Rapport empfangen hat, hat man einen Roger-Rapport zurückgesendet, also R davor gesetzt. Das ist heute auch noch immer so, also man von FT8 kennt man das auch, also in DB über Noise oder Roger DB über Noise wird heute gesendet. Meteor-Scatter werden tatsächlich nur minimal QSOs gemacht. Die übertragenen Texte werden so kurz gehalten wie möglich, weil es ist manchmal schon schwierig, die paar Buchstaben überhaupt rüberzukriegen über die wenigen seltenen und vielleicht auch kurzen Reflexionen. Ein QSO ist vollständig, grundsätzlich gilt allgemein im Amateurfunk, wenn beide Rufzeichen übermittelt worden sind, wenn der Rapport empfangen worden ist und wenn eine Bestätigung, also ein Roger, empfangen worden ist. Und das bedeutet, hier empfange ich mal zu einer bestimmten Uhrzeit den CQ-Ruf von dem F6 FDR mit seinem Locator. Ich antworte ihm 30 Sekunden später mit beiden Rufzeichen und gleich einem Rapport. Also bitte auf einen CQ-Ruf immer gleich mit Rapport antworten, eigentlich nicht mit Locator. Das verzögert das QSO nur und ist nicht notwendig. Locator kann man auch bei qrz.com nachschauen. Und nachdem ich dann auch seinen Report hier mit dem Roger empfangen habe, sende ich dann sofort Roger, Roger und die 73. Eigentlich ist da das QSO schon zu Ende. Nach diesen zwei Reflexionen, die man eigentlich auf jeder Seite hatte, sicherheitshalber empfehle ich aber trotzdem, das 73 zu senden, denn wenn ich hier Roger 73 gesendet habe und das nur eine Periode macht, dann weiß mein Gegenüber nicht, ob das, oder dann weiß ich nicht, ob mein Gegenüber das Roger empfangen hat. Und wenn ich dann aufhöre nach der einen Periode und da war keine Reflexion in dieser einen Periode, dann ist das QSO unvollständig und zählt nicht. Deswegen warte ich noch so lange, bis mein Gegenüber mir die 73 gesendet hat und ich sende so lange Roger 73, bis das 73 angekommen ist. Ja, wenn man jetzt nicht CQ oder auf der Anruffrequenz sich befindet, sondern Scans ausmachen will, macht man das heute über den ON4-KST-Chat. Verabredet sich da ganz einfach irgendwo auf dem 2-Meter-Band mit einer Frequenz zwischen 144.350 und 400, also nicht im SSB-Band direkt, sondern unterhalb des Barkenbandes. Und nicht zu vergessen ist dann die Periode zu vereinbaren, weil wenn beide gleichzeitig senden, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Dann wird man sich nie hören. Und das passiert jetzt so in dem KSC-Chat, der funktioniert so, indem man ein /CQ vor das Rufzeichen setzt, mit dem man den man dort ansprechen möchte in dem Chat und ihn bittet so ganz kurz PSE SCAT MSK 4144, dann weiß er Bescheid und er antwortet mir dann, okay Jens, bitte Frequenz und die Periode heißt hier 5HC, ist mein Rufzeichen, steht für DF5HC und ich sende in der zweiten Periode, sprich Sekunde 30, immer in der Sekunde 30 oder ab der Sekunde 30. Und dann gebe ich ihm noch ein klares Okay und dann sagt er mir schon, er sendet schon, good luck und los geht's. So kann man also speziell auch im ONTKS-Chat sich Stationen suchen, die bestimmte Locator haben oder so, um Großfelder zu sammeln oder ähnliches.
Oh, kommen wir zu den Sendeperioden. Wann sendet man eigentlich? Man muss so die Sendeperioden wählen, dass die anderen Teilnehmer nicht gestört werden. Also es gibt die Regeln, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Und wenn möglich in Richtung Nordwest in der Periode 1, 1, 3, 5, also in der ersten Periode, Richtung Südosten in der Periode 2. Nur, jetzt stellt euch mal vor, ich habe eine starke Station, die Richtung Osten funkt und ich Richtung Westen und sie sitzt auch noch westlich von mir. Ich habe die Antennen genau hingedreht. Dann sendet die genau in meinen Empfangsperioden und wir haben auch die Antennen noch aufeinander gestellt. Das funktioniert also nicht wirklich hier in Deutschland. Deswegen hat sich ein wenig eingebürgert und nimmt das bitte, bitte zu Herzen. Deutschland sendet in der zweiten Periode auf 144 Megahertz, egal welche Richtung. Damit machen wir uns ein gegenseitiges QRM, stören uns nicht gegenseitig und üblicherweise klappt es und viele Verbindungen aus Deutschland laufen einfach auch in Richtung Osten und dann ist es auch die richtige Periode. Und auf 144 Megahertz werden 30 Sekunden Perioden verwendet. Im Gegensatz dazu auf 50 Megahertz sendet DL in der ersten Periode, egal welche Richtung. Und es werden 15 Sekunden Perioden verwendet. Achtung, da muss man das WSJT umstellen. Wenn man anfängt, muss man das einfach wissen. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, merkt man schon, dass die anderen irgendwie anders senden als einer. Aber es wäre einfach schade, wenn man 15 Sekunden Perioden selber macht und die Gegenstation macht 30 Sekunden Perioden, ist 50% der Zeit einfach senden sie beide gleichzeitig oder empfangen beide gleichzeitig. Das ist uneffektiv. Anruffrequenz und Splitbetrieb. WSJTX gibt das heute schon vor. Die Anruffrequenz ist 144.360 oder auf 6 Meter auf 50.280. Es gibt noch die alte Anruffrequenz, ist hier noch dargestellt, 144.370 für das FSK. Es sind be bewusst unterschiedliche Frequenzen gewählt worden für die verschiedenen Modulationsarten. Also es macht überhaupt keinen Sinn, beide Modulationsarten auf der gleichen Frequenz zu verwenden. Dann können die Stationen sich nicht gegenseitig dekodieren. Wichtig ist, wenn ihr auf der Anruffrequenz seid, bitte keine QSOs auf der Anruffrequenz. Die Anruffrequenz ist lediglich für Anrufe da, für CQ-Rufe da. Also stattdessen macht ihr Splitbetrieb. Ja, das ist ganz einfach mit dem WSJTX. Stellt ihr die Splitfrequenz hier einfach ein, macht das Häkchen auf Split On hier. Und dann sendet ihr auf der 144.360, das ist richtig, aber ihr empfangt auf der Split-Frequenz. Und das funktioniert so, dass sagen wir mal, der F5 FDR ruft jetzt wieder CQ und er sendet CQ 356, er sendet sozusagen er sendet seine Split-Frequenz mit und ich stelle mich direkt auf die 356 ein. Und gebe ihm dort da direkt den Rapport. Und er kommt auch auf der Split-Frequenz zurück. Also er sendet nicht weiter auf der 360. Er ruft ausschließlich CQ. Das macht jetzt zum Glück das WSJTX richtig. Aber in der Vergangenheit hat es da ein Chaos gegeben, dass die Leute dann QSOs während der großen Schauer auf der Anruffrequenz gemacht haben. Und da QRM erzeugt haben, noch und nöcher, das macht irgendwie keinen Sinn. Bitte nutzt Splitbetrieb auf der Anruffrequenz, wenn ihr CQ ruft auf der Anruffrequenz. So, jetzt komme ich schon zum letzten Teil. Praxis und Tipps. Wie hört sich das Ganze an? Zunächst mal, ja, mein Transceiver ist auf USB-Mode eingestellt und so modelliere ich den. Also über manche Transceiver lassen sich noch auf Data einstellen. USB Data, das wäre das Richtige. Dann ist nämlich jeglicher Equalizer aus. Und ganz wichtig noch, der Prozessor muss aus sein. Ansonsten bringt das nichts, das Ganze.
Und ich zeige euch jetzt mal, wie mein eigenes Signal sich anhört. Ich habe hier noch die FSK-Modulation, aber das MSK hört sich sehr ähnlich an. Also es ist lediglich ein Computergeratter, was man dort hört. Und ja, wenn man übers Band dreht und so ein Signal hört, dann weiß man zumindest, das ist jemand, der Meteorswetter macht, und dafür brauche ich ein Programm. Und es ist kein Störer, der das macht, sondern der macht tatsächlich Betrieb dort. Jetzt kommen wir mal zu den Gegenstationen. Hier habe ich den F5, F6, FDR damals in den 2014 mal empfangen und habe die Aufnahme hier. Kommt zunächst erstmal viel Rauschen. Lass es hier mal laufen. So ist üblicherweise das in dem QSO. Es rauscht und rauscht und rauscht. Ja, bis dann. Hier dargestellt ist übrigens eine 30-Sekunden-Periode. Rauscht und rauscht noch immer. Und das war der Burst. Ganz am Ende. In diesem Fall waren das etwa 3 Sekunden Burst. Das war schon ein ziemlich knackiger, schöner Burst, der rüberkommt. Aber dann kommen die nächsten 5 Perioden wahrscheinlich irgendwie gar keine. Hört man wieder nur Rauschen und dann kommt wieder irgendwas. Was sehr typisch ist hier, zum Beispiel so wie der TM7G hier, wie ich den TM7G empfangen habe, dass viele kurze Reflexionen kommen. Da war einer. Also. Genau. Also es kommen nur sehr kurze Reflexionen. Und hier, das ist schon mal eher außergewöhnlich, dass also wirklich lange Reflexionen und dann auch innerhalb einer Periode mehrere kommen. Da kommt er richtig. Und da kommt noch mal ein kleiner hinten dran. Also es ist so, dass diese Gesteinsbrocken zum Teil auch auseinanderbrechen und dadurch dann mehrere Reflexionen erzeugen. Das ist also relativ häufig, dass die dann einzeln irgendwie wegfliegen oder was erzeugen. Also so die längsten Bursts, die ich gehört habe, sind so ungefähr 1 Minute gewesen. Das kommt in den großen Schauern schon mal vor. Und früher konnte man da oder hat man sogar SSB-Meteor-Scatter in solchen großen Schauern gemacht. Da kann man also tatsächlich SSB-QSOs drüber fahren, über solche langen Bursts. Aber sie sind relativ selten und auch nur in den großen Schauern, kann man eigentlich sagen. So, was muss man denn machen, wenn man als Anfänger starten will? Sagen wir mal, die Station ist inzwischen vorhanden. Dann mache ich entweder einen Scat aus. Kann ich nur empfehlen, im ON4 KST-Chat einfach mal ein Scat vereinbaren, und zwar mit einer Station, die in etwa 1300 bis 1500 Kilometer entfernt ist. Also nicht zu weit machen, damit es einfach ein bisschen einfacher wird. Also das ist zum Beispiel aus Deutschland, ist das Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien, Sizilien oder sowas. Griechenland geht auch ganz gut. Oder Spanien. Einfach nicht zu weit entfernt. Dann Stationen über 1700 Kilometer erst mit ein bisschen Erfahrung angehen. Signale werden einfach deutlich leiser und kürzer. Das erfordert dann einfach ein bisschen mehr. Oder man muss etwas mehr Geduld dann dafür haben. Oder vielleicht auch eine etwas kräftigere Station. CQ rufen kann man dann auch mit etwas Erfahrung, wenn man so die ersten paar QSOs mal gemacht hat. Aber bitte Split-Betrieb machen. Ja,
Hier steht noch vorne ein wenig den Operator, das war eigentlich früher so. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr wahr. Oder was man auch machen kann, einfach in den Sommermonaten morgens, ideal am Wochenende, samstags oder sonntags morgens, vormittags einfach mal auf der 144 360 hören, Antenne irgendwo hindrehen, in Länder, wo also Land ist und Betrieb ist, und nicht gerade Wasser ist, in diesen 1300 oder 1500 Kilometer Entfernung, also hinter Frankreich zum Beispiel, im Westen ist einfach nichts da, da ist einfach nur Wasser, da wird also keiner senden. Aber wenn man das so Richtung Südosten dreht, hört man häufig Leute. Und einfach nie die Geduld verlieren, denn manchmal dauert so ein QSO einfach, selbst für die paar Buchstaben rüber zu bekommen, schon mal 45 oder 60, bis 60 Minuten. So, ganz kurz nochmal hier, man kann auch im Internet nachschauen, einfach mal googeln nach dem Schauer, dann kriegt man Daten. Es gibt eine Webseite, ich habe sie glaube ich nicht verlinkt hier, wo man sich die Daten stundenweise auch ausdrucken kann, wo der Radiant dann steht, weil das Virgo-Programm sagt einem nur, wo es aktuell immer steht, der Radiant. Und dann kann man also ein paar Tage vorher schon mal schauen, wann lohnt es sich denn eigentlich zu funken. Also hier in dem Beispiel ist es so, ab 20 Uhr ist der Radiant über 20 Grad, bis 1 Uhr nachts ist er dann unter 70 Grad, da lohnt es sich. Hier oben ist er zu niedrig, da ist er dann zu hoch und dann kommt der Radiant wieder runter in den frühen Morgenstunden und da kann man dann wieder Betrieb machen, bis er dann irgendwann untergeht. Ja. Und wichtig, auch wenn hier der Radiant deutlich über dem Horizont steht, die Antenne steht am Horizont mit 0 Grad Elevation. Also nicht die Antenne in den Radianten drehen, da geht gar nichts. Das wäre einfach falsch. So, hier das Beispiel von dem Geminidenschauer habe ich mal 3 Abende Betrieb gemacht, vom 12. bis 14. Dezember da 2017. Und das war so die Ausbeute, die ich hatte. 28 QSOs in den 3 Abenden waren sicherlich 10 Stunden, die ich zugebracht habe, ungefähr. Und es funktioniert immer mal auch im großen Schauer, mal gut, mal nicht gut. Es gibt Zeiten, wo es ganz schwierig ist. Zum Beispiel habe ich zum Start in 15 Minuten gleich 4 bulgarische Stationen gearbeitet. Es war ein fast wie QRM da. Und zwischenzeitlich war schon schwierig, überhaupt irgendwie neue Stationen zu finden. Man hörte nur noch immer dieselben Stationen. Und teilweise ist es aber auch einfach so. Ich habe auch für ein QSO mit dem ER1BYA 70 Minuten gebraucht, bis wir die Roger und am Ende beide hatten. Also damit muss man dann auch irgendwie. Das muss man dann auch einfach akzeptieren. Er hatte 80 Watt und 7 Element Yagi. Eigentlich okay. Ich hatte ein bisschen mehr. Hat aber funktioniert. So, und zum Schluss habe ich hier noch eine Liste mit Links. Gegebenenfalls schreibt mich auch noch mal an. Ich weiß nicht, ob ihr diese Links einfach direkt nutzen könnt, irgendwie hier. Ihr könnt die Präsentation gerne von mir im Nachgang haben, wenn ihr mich anschreibt. Also, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dem Meteor Scatter. Das war Jens, der 5HC. Ja, liebe Zuschauer, das war ein unheimlich interessanter Beitrag über Meteor Scatter auf UKW. Also wer jetzt das bis jetzt noch nicht gemacht hat, ich glaube, der hat so ein bisschen jetzt Lunte gerochen und will auch mit dieser interessanten Variante auf UKW anfangen. Jens, ganz herzlichen Dank dafür, für diesen schönen Vortrag. Ja, vielen Dank, Wolfhard. Freut mich, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen begeistern konnte ein bisschen, der das dann auch nochmal probiert und wenn auch so die Regeln irgendwie ein bisschen klarer geworden ist oder vielleicht auch der Hintergrund ein bisschen besser und der eine oder andere auch die Effektivität seiner Verbindung dann steigern kann dadurch. Also viel Spaß dabei. Ja, wäre toll, wenn da noch jemand dazukommen würde oder einige dazukommen würden.
Ja, liebe Zuschauer, schauen Sie noch weitere Beiträge auf der Hemradio Online 2021. Sie werden bestimmt noch was finden, was Sie interessiert. Bis dahin, Ihr Moderator Wolfhard Eidenmüller, do5.we. Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.